Notar, Notin würden die Deutschen dann sagen. Man spricht es aus, wie man es liest. Notin, exklusiv steht drauf. Vorher, bevor du damit angefangen hast, Karl, mit der Vermarktung dieser Marke in Deutschland, Österreich und der Schweiz, hat die kaum jemand gekannt, die Franzosen aber schon. Ja, in Frankreich gibt es Notar seit über 100 Jahren, also als Marke. Und es ist so, der Franzosenstolz, muss man sagen, unter die Wohnmobilbauer, wie bei uns eine Marke, die nicht weit weg ist, Hümmer. Wie war der Name Hümmer? Ja, nochmal nennen. Das ist Notar quasi in Frankreich. Traditionsbau, Traditionsgeschichte und auch die Besitzverhältnisse und Konstrukteursfamilie ist seit über 100 Jahren eigentlich immer die gleiche. Heute gehört es natürlich zum Triganer Konzern, wie viele andere auch, aber die Ideen und Design und Technik und Innovationen kommt immer noch aus der gleichen Hand. Die bauen tatsächlich in eigener, komplett eigener Fertigung. Der Mercedes ist noch gar nicht so alt. Ich glaube hier der Sprinter, den Sprinterkopf, den haben wir, glaube ich, gezeigt in, wo sind die nochmal, in der Nähe von Lyon? In der Nähe von Lyon, in Panassier. Träumerischer kleiner Ort in den Weinbergen und eine der modernsten Fabriken, was es in Europa im Moment gibt. Du hast ja da wunderbar gedreht. Der Sprinter hier in der Baureihe ist jetzt quasi absolut neu, in der unteren Baureihe. Auf Mercedes wird natürlich schon länger gebaut, also die Modelle, gerade Calgary oder Volga, gibt es natürlich auf Mercedes, auf dem Sprinter 515. Hier sind wir jetzt auf 315, da sind wir natürlich auch von der Länge her kürzer. Das ist eigentlich dieses Europamaß, was viele Kunden gefragt haben und wollten statt Fiat einfach mal Mercedes haben. Gerade auch insbesondere in Deutschland. Und deswegen ist natürlich jetzt als nächste Evolutionsstufe bei uns im Haus Mercedes mit dran. Gut, ist natürlich mittlerweile auch bei Weinsberg im Einsatz. Also sorry, dass ich so ein bisschen lächle. In Pepper ist ein Mercedes drin. Also da gehört er auch hin, muss ich sagen. Also das ist ja eigentlich ein Lieferwagen. Wird aber natürlich auch in Amerika verkauft als Luxus-SUV, ein großer. So fährt er sich aber auch. Also fährt sich SUV-like. Ja, es ist natürlich immer die Frage, was will man und wie ist es? Wir haben kein Problem mit Fiat. Also ich nehme das Schmunzeln immer zurück bei Mainzberg Pepper. Ja, nein, ich finde das auch gut so. Manchmal wird Mercedes überbewertet, wie auch immer. Aber das ist immer eine Geschmacksfrage. Es gibt Leute, die sagen, nie ein Fiat, nur ein Mercedes. Es gibt andere, die sagen, nie ein Mercedes, muss nicht sein. Also wir bieten halt jetzt beides an. Mach mal auf, dann gucken wir mal rein. Ist der schön ausgestattet, wenn die den kaufen? Ist der immer volle Hütte? Der ist ziemlich volle Hütte. Super, der ist zu. Aha, hast du die Rechnung bezahlt? Ja, ich bin gerade am Überlegen. Nee, brauchen wir ja nicht, wir können ja reingucken. Das Fenster hast du ja offen gelassen zum Glück. Aber der ist denn volle Hütte, heißt der hat, der hat einen entsprechenden ACC drin? Der hat ACC, der hat Automatik, der hat die 360-Grad-Kamera drin im Exklusivpaket. Das ist natürlich eine tolle Geschichte mit der 360-Grad-Kamera. Das wollen wir gleich mal von innen. Also mein Arm ist nicht lang genug, deswegen kann ich, vielleicht geht es noch ein bisschen näher. Also da komme ich jetzt ran, das große M-Book-System drin. Du hast das ACC, heißt Abstandstempomat, du hast Spurhalteassistent mit drin. Also all das kann man auch rauskonfigurieren. Das digitale Cockpit, teildigital, ist hier mit drin. Also vieles schon drin. Natürlich die Automatik. Gibt es den überhaupt noch als Schalter? Ich muss mal schwer überlegen. Kannst du natürlich als Schalter jederzeit bestellen, wenn jemand unbedingt Schalter will. Ich habe noch nie einen Schalter im Reisemobil gesehen beim Sprinter. Die bestellen ja alle mit Automatik, eine Wandelautomatik. Ja, wir haben schon welche mit Schalter gehabt. Also gerade witzigerweise auch beim Calgary, beim Großen, der bei 250.000, 260.000 losgeht. Da haben wir jetzt zwei gehabt, tatsächlich mit Schaltgetriebe. Hier nebenan steht der Malaga, der hier heißt Lindau, der heißt bei denen in Frankreich anders. In Frankreich heißt er Ostrava, tschechischer Name. Das war der größte Punkt bei der Vorstellung des Fahrzeugs, wie der heißen soll. Wir als größter Händler von Notar, wir haben gesagt, naja, eigentlich müsste jetzt mal ein deutscher Name, deutsches Chassis, ein deutscher Name. Und dann war die Frage, warum heißt er Ostrava? Man hat eigentlich so ein bisschen den Namen nur gefunden und hat gesagt, oh, der tschechische Name klingt gut, die spanischen haben jetzt fast alle durch. Und wir haben dann gesagt, naja, Ostrava ist nicht unbedingt das, was wir uns so vorstellen. Und dann ging es, für alle drei Länder heißt er jetzt Lindau oder Ostrava, was der Kunde gerne möchte. Aber Lindau hat ein bisschen mehr Ausstattung wie Ostrava wieder, das sind die kleinen Unterschiede. Dann war die Namensstellung Binz
Oder was? Binz? Binz, also die auch Ostseeinsel. Genau. Oder Ort. Oder Lindau, weil viele deutsche Namen sind ja ein bisschen problematisch, auch für die Franzosen. Und am Ende des Tages haben wir uns für das wunderschöne Lindau entschieden. Und ich denke, der Name passt auch ganz gut dazu. So, mach mal auf, denn hier ist wahrscheinlich Elektrik. Ist wahrscheinlich zu. Auf der anderen Seite. Ha, Elektrik auf der anderen Seite. Wir filmen heute übrigens am Sonntag. Ja, wir können auch niemand benutzen. Hier übrigens Full-LED-Scheinwerfer. Das ist also auch nochmal zu sehen. Kostet auch ein bisschen mehr. High-Performance-LED. Weißt du, was ich immer schade finde? Das liegt aber daran, dass die Zuladung ja immer so gering sein muss. Dass man nicht die amerikanischen Ausstattungen von dem Sprinter kriegt, ja, mit den Ledersitzen und den neuen Wege und. Ja, das ist so, Massagesitze gibt es leider auch nicht in Europa. Ja, kriege ich ja jetzt in einem anderen Auto bei Mercedes. Guck mal, das 360 Grad, die habt ihr eingebaut. Nein, die kommt vom Werk, die kannst du eigentlich nur im Werk einbauen. Weil die habt ihr eingebaut bei. Bei Nothomb. Die wird bei Nothomb eingebaut, ist im Exklusivpaket dabei. Ist natürlich ein Highlight, muss man immer sagen, wenn man schon mal mit einer normalen Rückfahrkamera eingeparkt hat, und das machen ja die meisten, aber 360 Grad, du siehst halt wirklich jeden Ast, du siehst den Bordstein, du siehst, wie du fährst, auch während dem Fahren, wirklich viel lockerer. Sollen wir mal gucken, ob die Hecktür auf ist, weil wir müssten eigentlich schon mal reingucken. Du bist ja hier nur der Chef. Krieg ich mal einen Schlüssel? Ich hol meinen Schlüssel. Danke. Das. Weil spätestens jetzt würden alle sagen, naja, Karl hätte sich ja mal vorbereiten können aufs Video, aber üblicherweise ist es ja so, 50 Mitarbeiter, Karl, einer der Chefs, sagen wir es mal, in der Geschäftsleitung hier, und dann ist man natürlich dann auch, ich muss das gerade zurücknehmen. Sind im Tresor. Gut, also hier bitte mal schauen, wir haben Lindau schon gefilmt. Also guckt euch mal an, wir haben Lindau gefilmt, da ist die Garage mit drin. Große Heckgarage, die Belastbarkeit? Belastbarkeit 300 Kilo, also ohne Probleme. Zurösen drin, Abwasserschieber, alles im Fahrzeug, in der Garage drin, beheizt. Also soweit ganz. Eine Hartaltür, eine ordentliche Tür wenigstens mal drin. Mach mal zu, fester hauen. Das Fenster vorne ist ja auf. Gut, also das ist schon... Also Hartal ist schon der Mercedes unter den Türen. Passt dazu, genau. So, schöne Tür. Dann Elektropaket übrigens auch in den Seiten mit drin. Wie man das kennt bei Morello und Concorde, ist es also nicht im Auto, sondern in der Klappe an der Seite. Der Boden, das ist ein netter Funfact, der ist doppelt. Ja, du hast jetzt natürlich hier zum Zeigen, hast du einen doppelten Boden nochmal drin. Kann der Kunde ihn kriegen? Ist er immer dabei? Ja, der ist immer dabei. Weil das ist natürlich ganz praktisch, bis zur Übernahme, Mechaniker turnen rum, die Leute turnen rum. Und dann hast du natürlich hier diesen schönen Boden, den kannst du rausnehmen. Oder wenn die Hunde drin bleiben oder was auch immer, du kannst ihn auch drin lassen. Doppelbodenkonzept an bestimmten Stellen. Mikro-Doppelbodenkonzept, richtig. Klemm mich mal auf, was heißt das? Mikro, nur ganz dünner Boden, siehst du? Nee, ich meine, hier vorne kommt ja, ist es hier die Lüftung, die reinkommt hier links? Das ist die Lüftung, okay. Mhm. Also es muss ja da auch ein Doppelboden sein irgendwo. Du hast einen Funktionsboden drunter, da ist ja im Prinzip Technik nur untergebracht und hier sind die Lüftungsdüsen, damit du natürlich den Einstieg für den Winter, wintertauglich noch. Das heißt, der Boden ist auch erwärmt, dadurch, dass die Leitungen durch den Boden laufen? Nicht ganz. Du hast also ein typisches Sandwich-Bauverfahren. Aber es wird die Möglichkeit jetzt auch kommen, dass du da drin eine alte Warmwasserheizung hast. Gott, alles eine Kostenfrage. Vielen sagen ja auch, brauche ich gar nicht. Was krass ist, du kommst hier rein, der Ton ist ganz trocken. Du hast nichts mehr. Also es ist, ja, es ist von der Akustik her. Ja, der ist natürlich, du merkst es, man kann ganz ruhig sprechen, ganz leise. Du hörst hier auch schon jedes Geräusch, auch hier, wenn ich am Leder bin. Es ist gute Akustik, sehr gute Akustik. So, und jetzt gehen wir nach vorne, kommen wir zeigen mal ein bisschen, was wir eben nicht zeigen konnten. Hier sind übrigens die Winterabdeckungen, liegen hier unten noch von Notar, vom Kühlschrank. Das ist die typische Tasche, die mit dabei kommt. Wie viele ungefähr im Jahr machst du denn, Notar? Wenn es gut geht, werden wir dieses Jahr um die 200, 250 verkaufen. Echt? Das große Problem ist nicht das Verkaufen, das Problem ist das Bekommen. Warum denn? Ihr seid doch so wichtig für Notar. Ja, das ist wichtig und nicht wichtig, sondern es ist immer die Frage der Chassis. Und das Problem wird sich in naher Zukunft leider nicht unbedingt so lösen, wie wir es alle gedacht haben. So, dann gehen wir nach vorne und am besten setze ich mal auf den Beifahrersitz und dann zeigen wir nämlich mal Lederlenkrad hier mit drin. Aber das ist diese 360-Grad-Kamera, das ist schon was Feines.
Ja, da hast du natürlich jetzt erstmal diesen Blick von oben wie eine Drohne. Das Kamerasystem aktiviert sich selbst, wenn du losfährst. Dann zeigt er dir verschiedene Blickwinkel an. Wenn du nach links einschlägst, siehst du die linken Kameras. Wenn du nach rechts einschlägst, die rechten Kameras. Automatisch. Automatisch. Das ist also jetzt die zweite Generation von diesem System. Hat natürlich auch den Vorteil, du siehst, wenn du durch eine enge Gasse fährst, wie viel Platz ist denn noch auf der Seite. Und ich muss ehrlich sagen, wenn du das mal gewohnt bist, dann ist das schon eine tolle Geschichte. Ist nicht zum Nachrüsten, im Moment nicht zum Nachrüsten. Es gibt ein Billigsystem, aber dann hast du diesen Drohnenblick nicht drin. Dann kannst du nur die einzelnen Kameras ansteuern. Birdview. Birdview, yes. So, und dann, guck mal, hier ist ein Hubert drüber. Das siehst du aber jetzt schon. Es sind ganz viele Details, die man erklären muss. Das Fahrzeug hat nichts mit irgendwas zu tun, was du normal auf dem Markt kriegst. Es ist alles ganz anders. Es ist schon sehr vieles anders. Der Grundriss, ja, gibt es natürlich ähnliche Fahrzeuge. Aber auch vom Design her, du siehst, es ist sehr clean, es ist sehr modern gehalten. Du kannst es in zwei Farben haben. Einmal in diesem Skandinavien-Stil, den uns jetzt einige Hersteller leider kopieren. Und dann gibt es noch Jawa. Das ist also mehr graue Farbe. Haben wir mal in Frankreich gedreht. Ist übrigens in Frankreich ist was ganz Besonderes. Kaltweißes Licht ist der Standard. Ja. Du hast die Lampen als erstes mal austauschen lassen von 5500 Kelvin auf 3000 Kelvin. Jetzt haben wir warmweißes Licht. Hier war tatsächlich, es sah aus wie bei meinen kurdischen Freunden im Wohnzimmer. Also die haben nämlich eine, nee, ist kein Witz, wer also jemals bei Kurden, ich habe viele Kurden als Eigentümer bei den Videowänden, da bin ich öfter mal zu Gast, wir grillen Hähnchen und Hühnchenschenkel da auf dem Dings, da ist Kaltlicht eine Neonröhre oder ich war jetzt in Tunesien, alles Kaltlicht weiß und genauso sah es hier drin aus. Das ist schon, du bist hier reingekommen, hast gedacht, du bist eine Arztpraxis. Ja. Nee, die sind mittlerweile warmweiß. Ja, nein, wir kennen das Problem ja. Die Kunden auf der ersten Messe, wo wir ausgestellt haben, war die CMT vor gut 3 Jahren. Stuttgart. Und der erste kommt zu mir und sagt, sieht ja aus wie ein Hospital. Und ich sage, wieso? Ja, ist so hell innen. Und das nächste, was wir dann gemacht haben, waren im Prinzip hier dieses Skandinavien einzuführen. Und letztes Jahr als nächsten Schritt für die, ich sage jetzt mal Länder Deutschland, Österreich, Schweiz und was wir weiter betreuen, Warmlicht. Und Warmlicht. Seitdem alle Kunden sagen, wow, super, schön. Ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, was Licht alleine ausmacht. Hier ist noch Kaltlicht drin. Hier kannst du es also noch sehen. In der Küche ist es noch etwas kühler. Also, dass man sehen kann, da macht es ja auch Sinn. Also, dass man zumindest macht Sinn. Über das Kochfeld macht es Sinn. Dass man noch erkennen kann, was ich koche. Schnitzel aus, genau. Genau. Der Vorteil ist natürlich beim Schminken, das kennst du morgens, wenn du dich schminkst, dass du die Gesichtsfarbe auch beurteilen kannst. Aber Warmlicht hat schon Vorteile. Ich zeig das mal gerade, Karl. Im Moment bist du angeleuchtet mit 5600 Kelvin. Das ist Kaltlicht. Ja, ich mache mal gerade heller. Das ist Karl. Wobei, du bist so braun. Gehst du auf die Sonnenbank? Nee. Echt? Nein. So, jetzt pass auf, jetzt mache ich dich warm. Jetzt gehe ich auf 3000, das war Feuerwehr. Rotlicht. So, das ist jetzt Warmlicht und jetzt schalte ich um. Warte mal, wie geht das hier? Das müsste hiermit sein. Jetzt solltest du ganz warm werden. Siehst du, jetzt ist, das ist Warmlicht. Das ist warm, ja. So, das ist warm und das ist der Unterschied. Und jetzt zeige ich mal, was bei Notaren drin war. Da war das hier drin. Also ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen. Du kannst jetzt mal auf die Menü gucken, genau. Da schaut das auch komplett anders aus. Ja, es ist krass. Also genau so sah das ganze Auto aus. Das war kaltweiß und so sind die immer noch in Frankreich. So sind die Franzosen lieben das. Das ist einfach dort so. Wir haben immer wieder die Diskussionen und die sagen auf der Messe, nein, wir wollen nur kaltweiß, kaltweiß, kaltweiß. Und drum werden natürlich die Fahrzeuge, da geht der Unterschied Lindau, Ostrava schon wieder weiter. Das sind so die kleinen Details. Also, ihr habt viel. Ich mache nochmal zurück hier, nicht, dass mir gleich die Lampe hier durchgeht. Die machen wir mal runter wieder hier auf 20 und nicht mehr 8000 Kelvin, sondern tatsächlich noch 4,6 und geh mal davor. Das ist die Küche. Fängt schon damit an. Wir haben eine Face-to-Face-Sitzgruppe. Ich gehe mal ganz durch. Dann filme ich mal in den Raum rein, dass ihr mal seht. Wir haben zwei gegenüberliegende Sitzbänke. Die kann man natürlich drehen. Das ist
schon mal ein Grundriss, der sehr gut ankommt. Du hast beides. Du hast also eine Elsitz-Gruppe und eine Face-to-Face. Du hast ja extrem viel Platz natürlich schon, wenn du reinkommst. Du hast vorne einen riesen Platz zu sitzen. Du hast hier auch hervorragende verarbeitete Ledergarnituren drin. Man sieht es ja an der Steppennähte, also richtig gut gemacht. Also auch nicht so irgendwie Billigzeug. Das wird übrigens auch bei Notan, du hast es im Video gezeigt, selbst hergestellt. Das Holz hier an der Seite ist echt. Das ist echtes Holz. Ja, das ist echt Holz. Das ist lackiert. Das ist kein Pressholz. Das ist kein Pressholz. Das ist richtig. Und man merkt es auch, die Maserungen sind absichtlich noch drin geblieben. Was viele Leute am Anfang gesagt haben, was ist das, wo gibt es sowas? Das ist echt Holz. Und überall, wo du hinschaust, ist natürlich dieser Naturcharakter mit. Ich zeig das mal hier. Das ist lackiertes Holz, wie man das kennt zu Hause. Und da ist auch der Kühlschrank eingelassen, im lackierten Holz. Ja. Das ist Schreinerarbeit, oder? Das ist richtige Schreinerarbeit. Du hast das ja im Werk gefilmt. Es ist wirklich Qualität. Es ist wirklich Handarbeit. So, und hier vorne die Bedienteile. Besonderheit ist der TV-Schrank. Das ist jetzt nur angedeutet, der TV. Der wird natürlich später richtig eingebaut. Und den ziehst du raus und dann gibt es eine Arretierung. Die können wir gerade mal zeigen. Genau, die ist hier. Die wird einfach reingemacht, dass er während der Fahrt nicht zurückrollt. Kann er sein? Du kannst hier jetzt nochmal gucken. Dann bleibt er hier stehen, genau in der Sitzposition oder wie du gucken möchtest. Du kannst hier wieder alles zumachen. Du kannst die wieder runterklappen. Es gibt auch hier, wenn du willst, so ein kleiner Vorhalteding, dass du hier Tassen und Teller, das ist aber immer eine Geschmacksfrage. Du hast vom USB-Stecker her angefangen, eigentlich schon alles im Auto immer wieder dran. Preis hier von dem, der ist über 100? Der liegt bei knapp 120. 120, aber Manufakturqualität, wenn du den Vergleich mal Hümer guckst, der liegt auch so in dem Preisbereich. Ja, ich denke, dass fast alle, die wo ein bisschen Qualität bauen, schon in der gleichen Preisklasse sind. Nur da gibt es dann wieder Qualität und Qualität. Ist das Mineralstoff hier? Das ist Mineralstoff. Das ist eine richtig feste Platte. Und die guck mal, wie dick die ist. Das ist also kein irgendwie so Billigzeug. Nein. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, mach nochmal auf. Denn hier unten sind reingefräst Ablaufnuten, dass du also die Teller hier auch abstellen kannst. Genau, du kannst alles abstellen und du siehst auch dann, wenn man schon das schon richtig macht, auch überall die Silikonnähte in den Ecken. Die haben extra einen, der verfugt. Ja, das ist wirklich Millimeterarbeit und das hast du im ganzen Fahrzeug. Siehst du, egal wo du hinguckst, überall Silikon, alle Abschlüsse sind so gemacht. Das ist eigentlich. Hast du nur hier? Ich habe das noch nie gesehen. Nein, dass das einer das ganze Auto silikoniert. Ist der leise beim Fahrrad, der Möbelbau? Extrem leise, weil er natürlich auch ganz anders gebaut wird. Da sind wir wieder bei den verzagten Möbeln. Und das Silikon macht natürlich das Tüpfchen an der Spitze und der ganzen Zunge aus, wo man sagt, das macht schon Sinn. Mach mal hier bitte auf, da unten. Da ist, oh ja. Weißt du, was ich gemacht habe jetzt? Ich habe hab diese kleinen Mülleimerchen, die habe ich rausgeschmissen. Ah, guck mal da. Der hat einen festen Platz da. Genau. Ich habe die rausgeschmissen, lieber Karl. Mhm. Und habe diese Mülleimer ersetzt durch eine Tüte, die ich einfach nur hier reingelegt habe. Und da auf einmal habe ich einen riesen Mülleimer. Ist total geil. Ja, es ist manchmal auch die bessere Idee, gebe ich zu. Ja, ich habe in Frankreich, haben wir ja Mülltüten. Dann an der Seite das Ganze aus Metall. Ja. Also kenne ich von Blumen von Wirth, also von diesen Auszügen. Und das ist ordentliche Qualität, komplett aus Metall, bis auf die Front. Genau, richtig. Boden ist extrem dick und extrem stabil. Dann hier unten, guck mal hier, das fängt schon an bei dem Schloss. Das ist auch aus Metall. Ja, das habe ich auch schon mal gefilmt. Und jetzt Soft Close, mach mal zu. Ja, so muss das zugehen, oder? So soll das zugehen. Und so. Es sind richtige Böden drin, weil du hast ja das Problem oft mit diesen Böden. Viele Leute stopfen ja da irgendwas rein oder schmeißen rein und dann brechen meistens die Böden aus. Da gibt es so viele Geschichten, wo du sagst, die legen was rein und bricht schon durch. Also hier auch wirklich. Also, zeig mal bitte das Kochfeld allein. Da haben die ein schönes Kochfeld. Genau so stellst du dir ein Kochfeld vor. Also am liebsten so, nämlich oben drüber, dass du den Topf frei bewegen kannst, von Tedford, leicht zu reinigen. Das ist mega. Du kannst halt hier mal richtig kochen. Weil was nützen dir drei kleine Flammen, wo du dann vielleicht drei kleine Süßchen machst? Das ist schon klar. Hier bringe ich eine Pfanne drauf, hier kann ich einen Topf draufstellen. Ich habe hier wirklich Platz. Und die Dinger sind natürlich von der Hitzeentwicklung anders wie die drei kleinen. So, eine Dunstabzugshaube nach draußen. Sehr wichtig.
sollte natürlich fast bei jeder Oberklasse so möglich sein. Mach mal auf, da kann man sehen. Nimmt ein bisschen vom Schrank weg. Vor? Nee, geht direkt raus. Genau, okay. Das ist da hinten. Dahinter geht der ganze Abfluss raus. So, dann Kabelkanäle. Das sieht man hier auch schon sehr schön. Genau. Dann Serviceöffnungen, die siehst du hier. Du kommst also nochmal hier, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Die kannst du rausschrauben und kommst an den Boden oben ran, da, an die Kabel und so weiter. Genau, du kannst da oben an die Kabel rummachen oder du kannst natürlich den Abfluss oder den Abzug der Dunstabzugshaube wieder erreichen. Dann hast du Gasdruckdämpfer. Das ist also auch eine schöne Geschichte. Ja. Die bleiben von selber auf. Die kannst du sehr leicht tauschen, sollten die mal in die Ermüdung kommen nach 6-8 Jahren. Da kommst du selber ran, das kann man alles selber machen. Also das, was irgendwie, aber dafür hast du den Komfort, guck mal. Die kommen von selber hoch, mach mal auf. Die gehen langsam auf, die kannst du loslassen, da ist keine Klappe, die irgendwie, also ist wirklich gut gemacht. Allein der Verschluss, mach mal zu. Und jetzt mach nochmal auf und da siehst du, da sind kleine Kugeln drin, damit du auch möglichst lange Freude hast, also wie im Profi-Möbelbau. Okay. Ja, das sind so. Du kennst die Wohnmobile alle. Du, man muss zeigen, Wohnmobil, von außen sehen die alle gleich aus. Aber so richtig krass ist es, wenn du das Hubbett siehst. Also, das ist in dem gleichen Holz in der Schreinarbeit gefertigt. Und. Siehst du auch innen wieder die Möbel, wie die gemacht sind, siehst du? Das ist schon mal der große Unterschied immer wieder. Ich finde das immer wieder fantastisch, wie das verarbeitet ist. Dann auch hier das Hubbett komplett aus Holz, die gleiche Maserung, das gleiche Holz. Das ist das Hubbett, ich schätze mal in Meter 10. Meter 10. Meter 10 auf 2 Meter ungefähr. Und da kann eine Person super drin schlafen, aber richtig drin schlafen. Und jetzt darf ich ein Highlight, oder du bitte, was wolltest du sagen? Du kannst natürlich das Fahrzeug wieder bestellen mit absenkbarem Tisch und du kannst da unten wieder ein Bett machen. Dann hast du quasi einen Vierschläfer. Mhm. Ist eigentlich unter den Bänken, ist da noch Stauraum? Da ist kein Stauraum mehr, da drunter haben wir Wasser. Wasser. Wasser, okay. Jetzt zeigen wir mal was, Karl. Das ist immer wieder gern gesehen, das sind die Spaltmaße. Das ist hier diese Tür und guck dir mal an, mach die mal zu. Ist hier, genau, mach mal zu bitte und dann zeige ich mal die Spaltmaße hier. Und da siehst du, wie die schließt und das ist eine richtige Haushaltstür, die komplett zu ist. Mach nochmal auf, bitte. Und wenn du die jetzt mal hier anschließen, das ist eine Tür, die du im Alltag dann auch verwenden kannst. Und diese Spaltmaße setzen sich in dem ganzen Auto fort. Das ist für richtig. So, also eine richtige Tür. Warum wir darüber reden, das ist eigentlich eine Mischung aus einer richtigen Tür und Camping. Es ist so, weil die muss ja auch noch leicht sein. Sind wir unter 3,5 Tonnen? Ist ja in Frankreich sehr wichtig, aber der ist wahrscheinlich 4,25. Du kannst ihn als 3,5 Tonner zulassen, theoretisch mit 2 Personen ist es mit Sicherheit kein Problem. Aber wir empfehlen natürlich, wie immer, über 4 Tonnen. So, die Dusche. In Handarbeit gefertigt, silikoniert. Das siehst du hier, kenne ich nur aus den Linern. In der Bauform, guck mal hier, das ist alles Handarbeit, alles, die ganzen Fugen nochmal von Hand aus. Das könnte auch so zu Hause sein, so eine Dusche. Mhm, da wären manche Leute froh, wenn sie so eine Dusche zu Hause hätten. Mhm. Das muss man heute mal wirklich sagen. Wasservorrat über 300 Liter möglich? Nee. Nein, in Flaschen vielleicht ja, aber wir haben 100 Frischwasser und 100 Abwasser. So, also 100 plus natürlich den Boiler. Geh mal rein in die Dusche, dass man mal sieht, wie groß die ist. Das habe ich mir gedacht, warum kommt das jetzt hier? Ja, aber da siehst du, das ist eine ordentliche Dusche, Karl. Das ist kein, das ist eine Dusche, mit der du auch was anfangen kannst. Und bitte einmal drehen um die eigene Achse. Also das funktioniert, also die kann man verwenden, die kann man auch super verwenden, wenn man sie nicht braucht als Kleiderschrank. Denn oder als Trockenraum habe ich ihn auch oft verwendet. Du ist absolut ideal und du siehst, die ist wirklich ja auch tief. Mhm. Also es gibt ja meistens Duschen, die wo dann irgendwo so hier enden und dann sagst du, nee, da kann ich nicht duschen. Und auch hier, du kannst noch alles nehmen und über dich duschen. Ich bin ja auch nicht gerade der Kleinste. So goldig. So, ich bin ja auch nicht gerade der Kleinste. Ja, du das bist größer wie ich, haben wir gerade festgestellt. Ja, aber dafür kann ich ja nichts. Das war, ist mein Vater, der war, ja fast, der war ja fast 2 Meter groß, aber meine Mutter war nur 1,53. Oh, wow. Ich bin die Mischung aus beiden. Wow. Weil ich euch versprechen kann, die meisten Sachen sind sehr groß geworden bei mir. Bis auf die Hände. So, und ich guck mal gerade. Guck mal hier, indirekte Beleuchtung eingefräst. Mhm. Ist eingefräst, sieht natürlich nachts unheimlich toll aus. Du kannst den auch haben mit dem Mittelteilbett, dann kannst du es quasi als Riesenbett hinten umbauen. Der ist jetzt mit 2 wirklichen Einzelbetten.
der Einstieg ist extrem leicht. Also das ist doch mal so ein Einzelbett, wie man sich das wünscht. Ich zeige mal den Unterschied. Also, dass ihr mal wirklich einen Unterschied seht. Geh mal gerade einen Schritt zurück, Karl. Der Einstieg ist so breit, seht ihr das hier unten? Du kennst die meisten anderen, da zirkelst du dich irgendwie hoch. Hier gehst du richtig aufs Bett hoch. Ja, du kannst hier ganz bequem hochgehen, ein kleines Stüffchen, und du bist im Prinzip im Bett und du kannst auch auf dem Bett richtig sitzen wieder. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Und du gehst einfach drauf zu und nicht drei Stufen und irgendwo noch eine Stolperfalle. Es ist wirklich. Es ist nicht so popelig, das Bett. Also du hast ja ganz oft diese Campingqualität, die, zeig mal gerade hoch, die Matratzendicke. Die ist so dick. Zeig mal die Matratzendicke mal, Karl. Dass man mal, wenn du es mal ein bisschen hoch hast, die ist ja jetzt hier eingefasst. Das ist eine richtige dicke. Also ist eine richtige Matratze. Ist also nicht so ein 3-Zentimeter Ding, sondern man hat hier eine richtige Matratze, die sich auch wieder ausformt. Also es sieht aus wie eine Federkernmatratze, die hier drin ist. Sieht so aus, aber ist es nicht. Ist aber es nicht. Da gibt es ja dieses Formmaterial, das wieder die Körperform annimmt, und das ist damit drunter. Also beste Qualität. So, jetzt heb mal hoch. Diese Tagesdinger sind dabei, die ziehst du einfach drüber. Die sind mit dabei. Sehr praktisch, wenn man zum Beispiel alleine fährt. Genau. Dann ist die eine das zum. Ist im Prinzip alles dabei. Selbst die Kistchen, alles kommt bei dem Fahrzeug mit. Die Deko ist quasi mit dabei. Kann man natürlich wählen, welche Farbe, das ist immer eine Geschmacksfrage. Ja, bitte mal hochheben. Dann sieht man, da drunter sind Schränke. Aber das Coole ist ausgeführt als Schubladen, sodass du die wirklich verwenden kannst. Du kennst es ja, die meisten haben hier keine Schubladen. Die meisten haben keine Schubladen, meistens gar nichts mehr an der Stelle oder nur irgendwo ein Loch drin oder nur eine Klappe. Also hier hast du wieder die Soft-Close-Geschichten. Und auf der anderen Seite natürlich Kleiderschrank. Kleiderschrank, wieder riesen Kleiderschrank. So, und da ist nämlich eine Stange, die kannst du komplett ausziehen. Da ist dann die hängende Kleidung drin. Drunter, der geht sehr tief rein. Da siehst du die Zusatzpolster, die mit dazukommen. Und alles natürlich nicht nur mit kleinen Lämpchen beleuchtet, sondern richtigen LED-Leisten. Auch hier wieder alles verfugt. Das muss man hier einfach so mal alles sehen. Das ist wirklich verfugt bis ins kleinste Detail. Sogar die Holzteile sind hier verfugt. Das geht immer so weiter. Und immer Umluftgeschichten gemacht. Siehst du, hier sind die Lüftungsgeschichten drin. Auch oben bei den Schränken. Guck mal, das erfahrt das nicht schließen. Es gab tatsächlich Leute, die haben das gesehen, die haben die zugemacht. Und ja, dieses Fahrzeug hat sogenannte Zwangsbelüftungen. Ja. Die darf man nicht verschließen. Nein. Ansonsten fängt es an zu schimmeln. Genau. Weil das ist. Wenn du im Winter unterwegs bist, ist das Wichtige, dass die Luft zirkuliert im Fahrzeug, dass die Heizung zirkuliert. Sommerfahrzeuge, die nur im Sommer unterwegs fahren, spielt fast nicht die Rolle. Der hier ist natürlich für extremste Temperaturen auch gebaut. Und du siehst überall diese ganzen Lüftungsgeschichten drin, die natürlich auch wieder. Du hast Leute gehabt, die haben die zu silikoniert. Ja, wir haben da leider einen extremen Fall, die hat alles zugemacht, was irgendwo ging, und dann auch mit Hund, Katze, Maus unterwegs. Also eine ganz üble Geschichte. Aber wir haben es versucht, im Werk auch wieder. Also ihr seid wirklich hingegangen, habt denn das alles wieder entfernt? Da wurden sogar ich glaube in einem anderen Fall, die Zwangsbelüftungen hier von diesem Fenster. Mach mal bitte auf. Da kann man sehr schön sehen, dieses Fenster hat immer eine Zwangsbelüftung mit drin. Also da sind teilweise dann auch Dichtungen drin. Dann kannst du im Zubehör eine geschlossene, umlaufende Dichtung kaufen. Die sollte man nicht einbauen, denn das hat einen Sinn. Es hat ja alles seinen Sinn. Ein Fahrzeug muss zwangsentlüftet werden. Das ist wie eine Wohnung, wenn du ein Schlafzimmer hast, wo alles zugemacht ist und es ist feucht drin von nachts vom Schlafen. Es muss allein die Atemluft, das ist ein Liter. Ja, das unterschätzen die Leute immer. Wir haben das leider immer wieder, das Thema. So, was wir noch nicht gezeigt haben, ist das Badezimmer. Sei mal so nett. Und jetzt machst du zu, und das haben wir von außen gesehen. Jetzt ist die Tür geschlossen. Du gehst mal in die Dusche rein. Jetzt hast du ein richtiges Bad, dass du auch richtig benutzen kannst und auch so nennen kannst. Und da, warte mal, ich mach mal hier auf. Lass mal gucken. Also da ist nochmal ein richtiger Schrank mit drin. Du hast klare Kanten, richtiger Möbelbau, große LED-Leisten. Richtig, so soll es sein. Gibt es Nachteile hier von dem Auto? Nachteil vielleicht. Der einzige große Nachteil ist halt ab und zu Diskussion über Preis. Aber Qualität hat seinen Preis. Es ist einfach so, und er ist, ich sag mal, seinen Preis wert, um das mal richtig zu sagen. Mhm. Das siehst du alleine unten an der Toilette schon mit den Verfugungen, mit den Aluminium. Ich zeig das mal. Hier ist alles verfugt. Also hier,
Es ist die Aluleisten. Das war das, was du sogar meintest, gell, ja, mit den Alus. Das ist, hier ist noch ein Schrank. So, kann man öffnen. Guck dir mal die Anschlüsse an, wie das gemacht ist. Also ihr müsst wirklich, guckt die Videos an, weil von außen sehen die alle gleich aus. Du kriegst sehr gute Reisemobile eigentlich in der Länge ab 100.000. Alles, was drunter ist, hat eine andere Verarbeitungsweise. Das ist auch alles in Ordnung. Aber wenn ich hier in so einem Fahrzeug lange verbringe, ich bin ein halbes Jahr unterwegs, dann sollte man vielleicht ein paar Euro drauflegen. Klar, wenn ich es nicht habe. Aber du sagst eigentlich im Moment, die größten Schwierigkeiten haben wirklich die billigen. Unter 60.000, unter 70.000, alles das, was drüber ist. Es ist schon problematisch, weil die Leute natürlich jetzt, wo Geld knapper wird, auch mehr Qualität haben wollen und geben auch mehr Geld für Qualität aus. Das Leute haben aber Angst. Gebäudeenergiegesetz, ich muss mein Haus renovieren, eventuell die Heizung muss ich austauschen. Das kostet alles viel Geld, da kann ich mir kein Wohnmobil mehr leisten. Du lebst nur einmal. So sagen es die Spanier, Italiener, Franzosen, die leben wie Gott in Frankreich im Moment. Es boomt dort der Markt, anders wie in Deutschland, das muss man fairerweise sagen. Viele Autos gehen jetzt ins Ausland, auch wir exportieren ja sehr viele. Die Angst ist einfach nur German Angst. Also nochmal, ihr fahrt hier von Lyon nach hier Landsberg am Lech und dann gehen sie doch wieder nach Frankreich. Nein, die gehen nicht nach Frankreich. Frankreich ist nicht unser Gebiet. Aber wir haben natürlich Händler in Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Schweiz, Österreich. Das ist unser Gebiet, wo wir auch die Händler betreuen. Und dann gehen die natürlich weiter. Und wir sehen auch mit La Marca und den anderen Produkten, welche Länder im Moment boomen. Und ich muss sagen, da ist Deutschland leider in der absoluten Angstphase. So, wir werden jetzt uns gesund ernähren bei einem Italiener, der heißt wie? Trotteria Italiano. Trotteria Italiano in Landsberg. In Landsberg. In Landsberg, da fahren wir jetzt hin. Machen kurze Pause, melden uns dann gleich anschließend zurück. Und aus Landsberg am Lech heute am 26. Wir zeigen aber noch eine kurze Sache, gerade einen Cliffhanger für den nächsten Film, den wir dann produzieren. Da zeigen wir nämlich den 2024er Malaga. Und das ist nochmal ein bisschen kleiner. Der ist etwas kleiner, der ist kürzer, aber sehr attraktiv. Und ihr werdet gleich staunen, was da drin ist. Die Bauweise genauso? Alles das Gleiche, nur auf Fiat. Nur auf Fiat. Und dadurch. Das heißt nur, es ist Fiat. Der Riesenvorteil vom Fiat ist, er ist kürzer. Er ist kürzer und du kannst wesentlich mehr drauf bauen, verschiedene Möglichkeiten. Und der Preis ist natürlich auch nochmal ein anderer. Und er ist auch leiser. Also man muss mittlerweile sagen, also Fiat, ja. Und, Fiat und Mercedes geben sich nicht mehr viel. Nein, absolut. Tschüss. Achso, wir sind in Landsberg am Lechler. Aber ich glaube, das habe ich so oft jetzt gesagt. Tschüss, Karl. Ciao, tschüss.